privatesten Teil des Schlosses, nämlich im Schlafzimmer des Kurfürsten. Was für ein beeindruckendes Bett hier, aber ein bisschen kurz, oder? Nein, wenn ich hier mal Schritte gehe. Zwei, haben wir ausreichende 2 Meter. Und das wäre damals gar nicht unbedingt notwendig gewesen, denn die Menschen waren durchschnittlich etwas kleiner, etwa so hier bis zum Kinn gingen mir die Menschen. Und somit ist das eine Täuschung des Auges, das entsteht durch diesen großen Baldachin, den wir da oben sehen, dass man vermeintlich meinen möchte, das Bett sei zu kurz. Es reicht völlig aus, eben aufgrund der Größe und außerdem, weil man im Sitzen geschlafen hat. Aber wie kann man denn im Sitzen schlafen? Tja, das hängt mit dem Paradeschlafzimmer zusammen. Die Menschen haben damals Gäste empfangen im Schlafzimmer. Das hat sich im Barock entwickelt und da kann man natürlich nicht liegen, wenn die hohen Herren kommen. Außerdem hat sich der Aberglaube aus dem Mittelalter gehalten, dass man im Liegen sterben könnte. Das hing mit den großen Atemwegserkrankungen zusammen, die es damals gab. Und die Leute sind tatsächlich an vielen Lungenkrankheiten gestorben. Wenn man sitzt, ist die Lunge freier und man kann besser atmen. Darum wurde das Sitzen auch empfohlen. Oh, was steht denn hier für eine schöne Vase? Nein, das ist keine Vase, sondern das ist das Badezimmer des Kurfürsten. Im Barock hielt man nicht viel vom Waschen. Man hat sich also lediglich ein bisschen mit Alkohol getränkten Tüchern abgerieben und dann jede Menge Parfum verwendet. Nicht so angenehme Düfte, wie wir sie heute kennen. Schwere Düfte wie Veilchen, Rose. Man legt ja auch großen Wert auf weiße Wäsche. Somit hat man sich sehr oft die Kleidung gewechselt und arg beduftet. Und das ist alles, was man hier sozusagen zum Waschen benötigt. Dann hat es sicherlich wenigstens gut gerochen bei so viel Parfum. Naja, ich glaube, unsere Nasen heute wären etwas überfordert mit diesem Geruch. Denken Sie nur an echt Kölnisch Wasser unserer Großmütter. Das war der Modeduft des Herren damals. Das stammt aus dieser Zeit. Also mit Orangen und Bergamott versetzte Duftwasser. Wenn das hier das Badezimmer ist, wo findet man dann die Toilette? Ja, im Barock gab es keine Toilette hier im Haus. Dazu wurde dann der Leibstuhl gebracht. Oh, das sieht aber interessant aus. Was ist denn das? Dieses Rhinoceros stammt aus der Kuriositätensammlung von Lothar Franz von Schönborn. Er war ja nicht nur vom Bauwurm besessen, sondern hatte ja auch eine große Sammelleidenschaft, die unter anderem ja auch die Gemäldegalerie hervorbrachte. Das, was Sie da sehen, ist eine absolute Einmaligkeit. Es ist wie Arcimboldo, der aus Gemüse Porträts schafft, so ist hier aus fremden Materialien dieses Rhinoceros entstanden, ganz nach dem Vorbild von Albrecht Dürer. Wir sehen hier Schildpatt, Muscheln, Korallen und Perlen, die wie eine Collage zusammengesetzt sind. Zu Beginn des Jahres war dieses Stück auf einer Ausstellung in New York. Und heute besonders lustig war es, diese Schuhe zu tragen, da im Schloss noch alle Originalböden vorhanden sind, demnach 300 Jahre alt sind oder älter. Und zum Schutz dafür trägt man solche Pantoffeln.